Ja, hallo, herzlich willkommen bei Sidetracked. Mein Name ist Sarah Kasch und heute sind wir in Folge 4 von unserem Widget Playthrough. Als letztes hatten wir ja dem Gatekeeper eine reingedröhnt und dann schauen wir mal, was nach diesen doch recht kryptischen Dingen, die uns diese Dame gesagt hat, nun passiert. Why is she here? No one comes here. Ain't I human? Shut up, Dick. I'm sorry. What did you call a dick? You answered, so I guess you agree. Dick? Lady, you look confused. That's how I feel whenever I see Thomas. Girlie, you must be disgusted by Okio's face. You should head to town and have a rest to recover from the shock. My head, it hurts. Are you alright? Why did you come here? We are pretty far from town. I don't really remember. I lost some memory the last time I kicked Okio's ass. That's odd. You kicked my ass and you got injured? How does that work? Shut the fuck up! Lady, you should go to the asylum in my town and see the doctor. He'll help you. He's a good man. Okay. Ihr beiden seid mal komisch. Uiuiui. Yeah. Give me that shiny shit. Hey, da oben ist ein Dude. Oh, das war dumm. Gucken, ob ich da vielleicht hinkomme. Ah, mit den Dolchen vielleicht. Ah, fuck, es reicht ganz knapp nicht, schade. Damn you, die. Level up. Ah, noch einer von euch Dudes. Ja, ich dachte, ich kann ihn vielleicht interrupten, dammit. Hier vielleicht noch irgendwo ein Secret? Secret. Ja, Bogenschütze, Alter. Auf. Ah, schön, ich habe den Molotow in meinem Gesicht gefangen. Nicht so clever. Aber der Molotow-Dude da oben nervt ein bisschen. Was ist das? Noch ein Item. Ach so, Pfeile auch noch. Das ist aber nett von dir. So, ja, in dem Safe sieht man, ich musste einmal alles neu machen, da mir eine Aufnahme gefehlt hat. Deswegen sind jetzt auch die... Ich weiß nicht, ob ich alles mitgenommen habe, aber eigentlich sollte der Charakter ungefähr an dem Stand sein von dem vorigen. Das ist ein bisschen ärgerlich, hat mich eine ganze Menge... Aber was soll's, ist nicht so schlimm. War zum Glück noch hier, ich hoffe, das passiert mir später nicht nochmal. Jesus. Fuck, das war dumm. Das auch.
Wow. Ich hätte den komischen Sprungangriff nicht machen sollen. Truhe. Aber wie komme ich davon hier hin? Komme ich da? Ah, hier. Gold. So much gold. Fuck. Ja. Zum Glück haben wir die passive Eigenschaft. Dass wir nicht direkt drauf gehen. Ach, Mann. Naja. Tränke sind zum Glück günstig. War natürlich alles geplant. Ich wollte nur Zeit sparen. Secret Time. Vielleicht auch noch was? Nee. Okay, vielleicht sollte ich jetzt ein bisschen, jetzt wo das Extra-Leben nicht mehr da ist, ein bisschen vorsichtiger sein. Schießt deinen Pfeil. Yeah, die. Na, scheiß auf den Dude. Ein Ball. Ein Secret hier. Hier waren wir, glaube ich, gerade schon von der anderen Seite. Ja. Hä, hey, wieso ist er denn wieder da? Habe ich zwischendurch gesaved? Hä? Oh, Ausdauer. Na ja, noch ein Level up. Kurz hier lang, ob ich noch irgendwas mache. Nein! Oh, okay, gut. Oh Mann. Oh, ich hatte den verdammten Recall-Spell noch drin und hab mal wieder aus Reflex auf B gedrückt. Bis das mein Muskelgedächtnis raus hat, glaube ich, dass da nicht mehr springen ist wie vorher. Oh Mann. Oh Mann. It's been a while since I've seen you. What brings you here? Have you come to investigate the plague? Plague? I don't know about any plague. That's strange. I heard from that you were coming back to investigate the plague. Anyway, you should head into town. Maybe you can help out. Na gut, hast du noch irgendwas zu sagen? I once passed the village during an outbreak. Unburied bodies rotting in the open air. That smell. Goddess, that horrible smell. It followed you everywhere. Dann schauen wir doch erstmal am Außenposten vorbei. So, hüpf. Hallöchen. Have you heard the tale of the guard outpost? I remember someone told me when I was a boy that the gate outpost is haunted. Long ago, a drunk guard fell from the tower and died. Ich hab das Gefühl, wer das ist. Ever since, his ghost has been trapped. Whenever someone sees him, he asks, where's my helmet? Ja, okay. Steve! But he's not just missing his helmet. His entire head is missing. I wanted to be a guard because of stories like that. I love those stories. Von betrunkenen Schwachköpfen, die von... Okay. I don't remember who told me the tale first, though. Maybe it was winter. Well, that was unsettling. But do you know anything about the plague? Oh, the plague's tale? Not scary enough for me to remember. Naja, hat wenigstens seine Prioritäten straight.
So, damit mir das nicht nochmal passiert. Nehme ich das raus. Ja, wie kam ich denn darüber? Achso, einfach nur hier rüber, okay. This gate outpost has a long history and we are proud to serve here. But the working environment is terrible. Terrible? It looks just fine. The history of the Vigilance is much longer than ours, right? Inwiefern ist das eine Antwort auf meinen Einwand? Okay, ist dasselbe wieder. Yep, yep, yep. Fire Poker. Wuhu, neues Schwert. Oh, aber immer... Ja. Reaper's Blade. Yeah. Ich meine, ist wahrscheinlich überhaupt keine effektive Waffe zum Kämpfen, aber ich finde, Sensen sind halt einfach mega geil. Ist einfach der... Yeah. Sense. Wie war das Special? Yeah. Was Gutes hat es, dass ich das ganze Intro nochmal spielen musste oder das erste Kapitel. Der Boss war so nett, seine Bosswaffe zu droppen. Und jetzt haben wir die Sense. Jeha! Sensengeschichten. Können wir Leute... Ja, okay. Können wir für schlechte Wortspiele mir mit Sensen einfallen. Tatsächlich, wenn ich noch genug Steinchen habe, werde ich die Sense auch gleich mal aufrüsten. Das ist eine tolle Waffe. Zumindest für den Anfang. Forge. Bup, bup, bup. Oh, 10 Stück, ja, das... Da können wir die easy auf plus 3 ziehen. Nachteil ist natürlich, ich habe scheinbar den auf plus 4 Stein übersehen, aber das ist nicht so wild. Ist ärgerlich, aber nicht so wild. Ein bisschen Shit verkaufen. Ja, für die Sammlung behalte ich mal ein Sawblade. Ich habe ein paar Sachen übersehen, merke ich gerade, aber ich wollte halt so schnell wie möglich wieder hier ankommen, um die nächste Folge aufnehmen zu können. Das wäre sonst ein bisschen doof gewesen. Und das, was ich übersehen habe, ist zum Glück nicht so wild alles. Alles nicht so wild. Können wir nämlich noch ein bisschen mehr nach Bloodborne aussehen, weil das ist total wichtig. Fashion Souls is the true souls. Yeah. Das sieht doch nice aus. The store is locked. Layla? The brothers weren't lying. It is really you. It really is you. It's me, Daisy. It's me, Daisy. Don't you recognize me? Daisy? Hey, hey, look at me, huh? I'm not a little girl anymore. I'm a pretty lady now. The Savage brothers told me they met you and they met a vigilant with the outside of town, so I guess it was you. Where did the professor go? Are you hurt? Professor? The brothers mentioned you seem confused. I'm always here in town. No one can hurt me. I still can't believe it's you, but I have to go back to work. You can find me at the asylum. The doctor is waiting for you there too. Yuti. Door is locked. Aber erstmal ein Bier. Oder Verzeihung. Ein Apfelsieder.
Whoa, 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 what a beauty. Come sit at the table with me, please. I'm Fisher, the richest man in Maya. I love jubilee and fine wines. Das ist keine Persönlichkeit. Und du hast dir aus irgendeinem Grund einen Haufen Mais um den Hals gehängt. Oder um den Nacken. And now I own the mining and brewing industries in the area. I'm a self-made man, you know. Self-made asshole vielleicht. I heard there was an accident in the mine. But it isn't a big deal if I lose some people. Fuck you. I wouldn't be surprised if the plague came from there. I wouldn't doubt anything that came out of that hellhole. I just hope the infected miners stay there and die instead of bringing the poison here. Fuck you Nummer 2. Hey girlie, don't go fuck you Nummer 3. Stay here with me. I get you anything you want. I'm rich. Cool, kommst du mal mit? Ich hab was Schönes für dich. Das ist, kannst dir draußen in einer dunklen Gasse zeigen. Poke, poke. Well, look who it is. The last time I saw you, you were a little girl. I thought we met recently. What are you talking about? It's been years since you left. Oh. Due to monsters, postal services have been cancelled for a very long time. I keep this letter with me. Verzeihung. It's a piece of the puzzle. If you threw this draft into the sea, how far would it float? Would it make it to the other side? I'm sure it's unlikely, but it's a nice thought. Can you help me? You see, I'm trapped right here right now. Sure. Fine, I can do it. I can do that for you. Thank you very much. Throw it from the bunker in the flooded area. It shouldn't be difficult. Na klar, why not? Did you hear about what happened at the mine? Everyone keeps calling it an accident, but I'm not convinced. How so? Apparently, some of the men there were transformed into monsters. By the goddess, do you think there are survivors? How should I know? Wait, you're not thinking of going there. The mine is far from here. It will be hard to find without a guide. Secret! Yo, yo! I don't want to go anywhere near the flooded area. The town is much safer. Hey! Can I get another pint? The number of patients in the asylum is growing. The doctor can't manage alone anymore. Ja, wir gehen ja auch gleich hin. It's a okay game. I was scared of the dark when I was a little girl. To calm me down, my mom would tell me stories about bears. What? Okay. I'd never seen a real bear before, but I heard some live in the depressing forest, so I asked the hunter brothers to take me to see one. And then, did you see any? I don't like bears anymore. Ist irgendwie auch nicht verwunderlich. Hier schon dran? Yeah. Gib mir das Porträttruhe. The door is locked. Juti, dann mal auf ins... Ach nee, wer ist denn besser du? Clay! Have you heard about the mining accident? My brother Pierre works there. I hope he's okay. Can anyone help my brother out of that damned mine? Is praying in the Shimmer Church really enough? Ja, sag mal, was glaubst du denn? I used to be so healthy, but I haven't been well recently. Is it because I'm getting old? No, they say there's a plague. Isabella, are you feeling well? I'm sick.
Daisy has been taking care of me, but how do you know my name, miss? We met outside, don't you remember? Outside? Sounds like a wonderful dream. If I recover, will Daddy come back? I want to pick flowers again. Oh. Good to see you here, Leela. The scholar Dawn sent me a message. She said she has some medicine reserves at her place. We need it badly, but I can't leave right now. Do me a favor and bring us the medicine, please, Leela. Leela? I can help. Will it help with the plague? I don't really know. If you want to learn more, you should ask the doctor directly. He's always on the second floor with his research. I remember your to-do list, Daisy. I got you the items from it. But the blouse is covered in blood. 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 Blood? He said that I could help you, so I just... It doesn't matter. I deal with much worse here in the asylum. I'll take care of it. By the way, this is my homemade headdress. Isn't it pretty? It will bring you good luck. Yay, headdress. Longmas? Take this, Leela. The color is so... What is it? I don't know either. The doctor asked me to dump it. Das können wir nämlich ihr geben. My throat is burning. Want to drink something. Daisy said she would give me a special drink. Do you mean this drink? Daisy gave me one, too. Yes, that's it. It smells like flowers. I miss flowers. Then you can have it, but don't drink too quickly. This isn't just any drink. This is medicine. Daisy told me it's magic. Okay. I tell you a secret. Every time Booth sleeps, Daisy sneaks in and shakes his bed. It's hilarious. Booth has a mental condition called glass syndrome. He thinks his body is fragile, like glass, so he hides in his bed every day. It's funny, right? Naja. Daisy is a good girl. She took care of me. I wouldn't have survived without her. So, so tired. Leela, Daisy has spoken of you. You haven't been home for a long time. This is the first time she smiled since the plague broke out. Tell me about the plague. What's happening? 20 years ago, a flood destroyed the entire dock, and now the flooded area teems with bizarre creatures from the depths. Perhaps the plague came from them? Long night ago, bright light come. Bask me please, O radiant sun. Danke für den Heal, den ich nicht gebraucht habe. So. Kuriositäten. Dann noch einmal kurz in die Richtung. I don't feel well. I should go back to the asylum and get more medicine. But there are too many sick people there. Kind lady, I've been hungry for many days. Can you please spare some coin for food? Ja, klar. Here you are. Have a meal. You're so kind. Like the girl from the shelter. Girl from the shelter? Do you mean the asylum? She just came from the town and offered me food. I can't remember her name, but she was kind. I don't think I ever seen her before, but I'm not sure. So tired. Na, kommen wir später noch durch. So, hier im zweiten Teil des Spiels kickt der Metroidvania-Aspekt langsam rein. Sind die Quest auf? Okay.
Bin ein bisschen verwirrt, warum die Quest gefehlt hat, aber... Do you understand art? Art can provide us the most beautiful moments of our depraved lives. I've painted many masterpieces, but 7 of them were lost during my travels. Would you be able to find them? Sure. I would like to thank you in the name of the goddess of art, but no mortal has the right to speak for them. So I will simply thank you for myself. Das ist mir auch lieber. My wonderful paintings. Haben wir ja schon. Art is a lie that makes us realize the truth. Hm. Deep. Don't you think we should go and help the civilians during this outbreak instead of just sitting around? We have to stay put and help lessen the spread of the plague. But we are still in town, technically. Isn't it dangerous for us to be here at all? The plague could be from the flooded area, Buffonite Lake, or the mine. Who knows? Have you ever investigated these areas? Not yet, but I will. Hmm, notfalls muss ich auf den anderen Safe wieder wechseln. Wenn ich an derselben Stelle wieder bin. Hey, if it isn't Daisy's famous vigilant sister, and you are? I won't waste your time. I'm Hilda, and that's all you need to know. I don't know much about you either, but I came to tell you to be careful about trusting people who seem too good. They may not be so pleasant on the inside, but I should trust someone as suspicious as you? Haha. You tell it like it is. I appreciate the honesty. Oh, take this with you. My appearance is important to me, so I really don't want to hold onto something so hideous. An eyeball necklace. Weird, I know. You like it, though. Find me at the miner's pass by the broken bridge if you want to speak again. Neue Maske. Es senkt unsere Feuerresistenz. Aber gibt dafür Blutenresistenz und mehr Defense und mehr Pulse. Nimm die mal aus, damit ich wissen, wie die aussieht. Huh. Na, warum nicht? Kann man machen. Au. Kümmern wir uns erstmal um die Sachen, die wir hier in der Stadt und Umgebung machen können. Muss ich aber nochmal schauen. Also ich meine, ich habe die ja streng genommen gefunden. Hm, seltsam. Naja. Oh. Da sitzt ja einer. Hello, madam. You don't look like the other folks around here. I'm a vigilant. Wow, a vigilant. So you hunt monsters. Can you help me? I was living up at the village close to the harbor. I escaped when the floods came, but I lost my entire family. The place was destroyed. I don't want to see it ever again. Can you find the jewelry box in the cellar of my old home? Sure. Thank you. It's a house on the outskirts of the harbor.
There should be a wooden cart laid in front of the door. The streets used to be so lively. I miss it. Dawn's Home, da sollten wir hin. Hallo Dawn. Lass mich erstmal schauen, ob ich dir irgendwas abnehmen kann, was du nicht mehr brauchst. Manche nennen es Diebstahl, ich nenne es Finden. Sorry, I don't have time for you now. Will you please stop messing around and take this to Maya Hall? Deliver it to Carlos, he'll know what to do with it. Sure, but Daisy told me you have medicine for the asylum and... You came here because Daisy asked you to get the medicine. Should I waste time explaining everything in detail? Fine. Now, if you could listen to me more than not at all, you would learn that my request and your concern are one and the same. Deliver this to Carlos and he will use it to prepare the medicine. Irgendwelche Notes? Ah, da ist doch noch was. Naja, immerhin. Let me tell you something, young one. Do not take advantage of others. You may get something cheaper somewhere else, but cheap garbage is still garbage. Never buy cheap feed. And if the fence can't protect your chickens from monsters, just keep them in your home. The chickens are all safe so far. They might outlive us all. Yeah. Ist das wirklich? Weiß nicht so. So ein domestiziertes Tier vergisst ja auch seine Instinkte. Aber wer weiß, vielleicht hast du recht. Aber erstmal lass mich dir dein Alkohol wegnehmen, weil von dem, was du da so erzählst, bekommt er die definitiv nicht gut. Oh, noch ein Secret. Safe Point hier freischalten. Und dann wollen wir mal die Medizin holen. Aber erstmal hier unten ein bisschen erforschen. Gucken, ob ich hier schon ein Stück weiterkommen kann. Das Schwert drückt. The door is locked. Na juti. Auf der Seite noch irgendwas, was wir schon mal snacken können? Can't be open from this side. Ja. Kein Spiel mit dem Tech Souls-like darf solche Türen vergessen. Müssen auf jeden Fall irgendwo Türen sein, die nicht von der genauen Seite geöffnet werden können. Oh, fuck you. Gold. Noch mehr Gold. Ich frage mich jetzt, ob ich auf Dolche oder auf Äxte gehe. Did you ever hear of Saint Steve? Not many people have these days, but he was famous when I was a child. He was a gate guard, and the legend has it that in the Great Siege, Steve single-handedly killed 50 heathens. He was important in the Battle of Giantwood. That can't be the Steve I know. Okay, jetzt sieht man auch dasselbe. Auf in die Halle. The Chimmer Church taxes us and pushes us to donate what little money we have left. They wield so much power,
But what have they ever really done for us? Nothing. Ja, organisierte Religion in der Nussschale. Aber weißt du, falls es dir damit besser geht, Ro, ich habe mir mal das ganze Geld geschnappt und mach damit andere Dinge. After the plague appeared in town, the doctor dedicated his life and soul to stopping it and help the infected. I can't help but feel he doubts both the goddess and himself. He's been to Maya High before, but I just can't be kind to him. How do you trust someone who always hides behind a mask? Ja, also, weiß ich nicht. Kannst mir vertrauen. Ich war auch nicht in dem Raum und hab mir das ganze, euer ganzes Gold, was ihr von den Bauern eingetrieben habt, genommen. Ehrlich. Schau, können diese Maske lügen? The doctor isn't well liked here. Carlos suchen? Noch irgend so einen Nonnentruller? Pray and be devoted to the light. That is the only true answer. Ich habe zwei Antworten in meiner Hand. Soll ich dir mal zeigen, wie die funktionieren? I quite like Dawn. She's clever, sharp, pretty and her arguments all seem reasonable. Those madmen just believe the doctor's theories without question. Ja, ich meine, ich vertraue dem ja auch nicht, aus Gründen, aber es ist nicht so, als wenn ihr irgendwas macht, was irgendwem helfen würde. Dawn sent you here? Finally, I've been waiting forever. Preparing solutions is so relaxing. Watching all kinds of materials come together to form something new is simply fascinating. Making medicine takes time. I need to go back to Maya Hall workshop for some supplies. Why don't you take a look around? Habe ich schon gemacht. Sorry to keep you waiting. Please take this back to the asylum. By the way, did you know there are two gates at the hall? The east gate goes to the village and the west gate goes to the town. The correct door could save you some time. Danke, Carlos. So cold. I need to throw up. Mach das bitte, wenn ich weg bin. Oh, you brought the medicine. Fantastic. You already met Dawn, didn't you? Did she bother you? I don't know why scholars have to talk like everyone else is an idiot. Anyway, knowing I don't need to go deal with her helps me a lot. Thanks. Oh, I took these shimmer stones from the church. I hope these materials help. Oh, vielleicht. Axe of Boiling Blood. Oh, die will ich haben. Das klingt geil. Apropos Sensen-Time. So, dann einmal nochmal den Weg auf den Friedhof. Wir haben jetzt halt drei Orte zur Auswahl, an denen wir halt gehen können. Buffonite Lake, die Mine und die überflutete Stadt. Zuerst werde ich in die Mine gehen, aus Gründen, die ihr dann später noch sehen werdet. The cemetery has been shut down by the church due to some recent disturbances. Anyone volunteering to purge the cemetery, please contact the Captain Atlas at the outpost. Das machen wir gleich. Erst einmal hier oben hin in die Bibliothek. Ist da hier oben noch was?
There's one day in autumn when the moon shines brighter than any other day of the year. The moonlight reflects on the lake with the same beauty as the twin Sati sisters, the goddesses of beauty. Aww. Hallo. Welcome to the library. Do you like books? Books are the most wonderful thing in the world. Did you know that being a guard used to be a prestigious job? Of course, this was during the age of the Empire. Oh, okay. You mean the Glorious Guard? You know of them? I thought they had been forgotten. I suppose the most worthwhile knowledge never truly dies. I know someone who also cares about the story. My ancestor cared a great deal. He even took on the mantle of the guard despite their reduced social standing. It seems like you are familiar with the Glorious Guard. I apologize if I was offensive. You just didn't strike me as the bookish type. To be honest, I'm not. A man named Durand told me about them. Do you jest? That's my ancestor's name. Okay. Sind wir wahrscheinlich in der Zeit gereist? Aber warum gibt's dann hier auch eine Daisy? Would you like to hear his story? As a successor to the Glorious Guard, Durand saved our hometown from great danger. At some point, he married a wise and skilled sorceress known as Isabella. What? After many battles and long journeys, they returned to Maya together and rebuilt the long-abandoned library. The proof of their love survives in the ring I wear on my neck. I am sure they would be proud that you maintain this library and tell their story. I like to think so. It's so nice to speak to someone who appreciates my ramblings. We've only had religious fanatics and sick people for so long. Finally, someone who understands me. If you ever find yourself in need, I won't hesitate to help. I appreciate that. If I need help with books, you're the first person I call on. You know, I think it's time for me to branch out and follow the path of my ancestors. I believe I will head into the world and make my mark. Farewell, Vigilant. And thank you for your inspiring words. I hope we meet again. Wie, nachdem sie ihm so super unhöflich gesagt hat, ja, weißt du was, Dude, Alter, wenn ich mal irgendwas mit Büchern brauche, ich lese zwar nicht, aber wenn ich mal... Ja, vielleicht ist es auch gar nicht so unhöflich, wie ich das gerade auffasse, aber es klang irgendwie... Naja. Revived by support from the Royal Court, the harbor outside Maya has become a vibrant trading post. The streets are full of vendors selling exotic wares, food, spices and beautiful jewelry. Da ist scheinbar echt was passiert, nachdem wir irgendwie weg waren. Townspeople of Maya used to mine in secret caves behind the mountain, but they have been closed since the incident. Great civilizations are built on advanced drainage systems. The Maya sewer is a prime example. The town's complex sewer network can collect and discharge, and deposit it safely into the ocean. Also offenbar seit dem letzten Mal ist diese Stadt um einiges wohl gewachsen. Man könnte jetzt meinen, man ist vielleicht in die Zukunft gereist. Einige Sachen scheinen ja so, aber dann ist natürlich die Frage, warum es offenbar uns hier auch gab oder gibt, oder eine Variante von uns und eben unsere Schwester ebenfalls. Dann klären wir mal den Friedhof ab. But no. Zeit für die Ernte. Gab es hier an der Seite noch was, wo man hinspringen konnte? Nee, okay. Oh.
cool. One-Shotten die sehr mal, das ist schon mal gut. Ja, das Ding ist, wenn ich jetzt mit der Axt spiele, dann sollte ich mir auf jeden Fall demnächst mal ein paar Skillpunkte da holen. Ah ja, hier war das. Ich meine, okay, neue Items und so, cool, 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 aber halt bin ich immer so ein Freund von solchen Joke-Items, muss ich echt mal sagen. Vielleicht bin ich da auch Captain Spaßfrei, aber echte Nasenbrille, weiß ich nicht, braucht's meiner Meinung nach nicht. Also zumindest nicht in dem Spiel, das sich selbst ein Stück weit ernst nimmt. Ja, vielleicht bin ich da auch einfach Captain Spaßfrei, was das angeht. Der Depressing Forest. Erstmal würde ich hier die Nebenquest machen. Wo hast du denn hingezielt? Level up, pre-heal, noise. Mal gucken, ob ich schon genug Items habe. Inventory. 1, 2, ja, 10 brauchen wir insgesamt. Egal welche Knochenteile. Und ich habe da, glaube ich, jetzt 13 oder so. Das war close. Das heißt, ich kann mir gleich den Wegpunkt in die Pressing Forest holen. Ist auch echt direkt ein einladender Name für einen einladenden Ort. Ah, von da, das hatte ich schon. Also hier sind wir erstmal fertig. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist der Depressing Forest ist auch der Weg, oder einer der Wege, die zur Mine führt. Da gibt's ein paar. Oh, unsere beiden Savage Brothers. I can't take it anymore. This place is hell. It's impossible to find any gold here. Who told you about gold? All I've seen is a plasmodium of a golden slime. Then there should be gold in it. Lady, don't listen to this moron. I'm stuck here because of him. Ihr habt euch echt lieb. I didn't say anything. You are the asshole who want to stop running your mouth. You were gonna say something? Oh yeah? Hey, do you wanna make a small fortune, lady? Me? Make a fortune? See? I knew you were going to say it. Shut up, make a fortune, yeah. You can help me find the golden slime. It should be quite valuable. Where did you hear of such a thing? I've never seen or heard of golden slime anywhere, ever. That's why it's so valuable. It's rare. If you find any, would you bring it back? I'll exchange my power for both of it. Just give it to her now. Why even bother keeping it? Fair enough. Take the arrows too. Just find it for us. Woohoo! Eine neue Waffe in Form eines Boggens. Glaube ich, equip das mal. Ich habe nie so wirklich mit Bögen gespielt. Ich würde eigentlich gerne den Fire Poker behalten, weil ich immer gerne mag, alle drei Nahkampfwaffen zu haben. Dolche haben wir schon, Skillpunkte sind aber am Bogen noch keine. Ich weiß auch nicht so recht, wie der Bogen... Wie entscheide ich... Das werde ich ja gleich mal sehen. Das ist jetzt mal eine spannende Sache. Okay, das ist E-Waffe wechseln. Kann ich denn dann hier auch die Pfeile... Wechsle ich denn die Pfeile? Ah, ich kann den Schuss auf jeden Fall aufladen. Y macht gar nichts.
Die B ist weiter natürlich Spells. Aber wo stelle ich denn ein, welche Pfeile ich benutze? Muss ich die irgendwie equippen? Equippen kann ich Pfeile nicht. What the f... Ist da hinten was verreckt durch diesen schlechten Schuss? Ah, cool. Ich würde trotzdem gerne wissen, wie ich die Pfeile wechsle. Au. Ja, muss ich notfalls mal nachher nachschauen. Da ich das mit einem Bogen nie vielleicht... mit den, mit L2. Okay, cool, jo. Sit down. Sitz. Geht's dir gut, Hund? Ah, vielleicht auch nicht. Vielleicht war der Pfeil zu viel. Ich wollte ihn nur motivieren, zu auf Sitz auf das Kommando zu hören. Das war ein bisschen daneben. Jesus, wie lange braucht denn... Ja, jetzt ist der da runter. Oh, komm mal, das dauert mir zu lange. Vielleicht gibt es mal Stellen, wo das sinnvoll sein kann, aber das ist dann, glaube ich, mehr so eine Alternative für Stellen, wo es... ja, hier sind wir richtig. Ja, wie auch immer. Ich habe gerade den Faden verloren. Ja, cool. Werf deinen Kumpel den Molotow in den Rücken. I help. Ah, das ist wunderschön. Jetzt falsche Richtung. Au. Holy shit, das war Damage. Oh, das war Damage. Okay, ich soll's nicht... Ich soll ihn einfach umhacken. Warum bin ich denn gerade so blöd, diesen Skill zu benutzen? Das ist aber auch... Okay. Okay, wenn ich das nach vorne benutzen will, muss ich erst den Rücken in die Richtung drehen. Fuck you. Jesus, Alter. Secret. Au. Oh Gott! Oh, ein Bein vorbeigefallen! Oh, gut, dass wir diesen Passiv-Skill als erstes genommen haben. Meine Güte! Okay, hier ist der Safe-Spot. So, dann gebe ich nochmal kurz die Quest ab. Und schauen, was wir da kriegen. Teleport. Idona Shop ist noch näher. Am nächsten zum Wachposten. Did you see the announcement on the board? We are hiring volunteers for the graveyard patrol. The number of monsters outside the town is increasing rapidly. Especially the skeletons in the cemetery. We need to cull them before they become a bigger problem. Collect 10 bones and return to me for a reward. Easy pickings for you, right? Hey, here they are. Let me see. 1, 2, 10. Okay. Thanks for your help. Here's your reward. The number of skeletons in the cemetery is manageable now. At least people can go to church safely. So, jetzt ist auch der... An dem Platz am Friedhof ist jetzt halt auch die Kirche freigeschaltet. Brauche ich denn nochmal Heiltränke? Ich glaube ja. Das wollte ich gar nicht machen. Obwohl, hier kann ich immer ein Storage. Ich habe noch genug im Lager. Okay, wieder aufgeführt. Das ist eine schöne Sache. Ich meine, es ist eine Kleinigkeit, aber ich würde mir wünschen, dass die Verbrauchsgegenstände automatisch auffüllen. Das wäre echt so ein Quality of Life-Ding. Das mag ich halt auch bei Bloodborne, dass man nicht immer manuell, wenn man denn Tränke im Lager hat oder Potions im Lager, wie hießen sie denn nochmal? Blood Vials, meine Güte.
im Lager hat, dass die dann automatisch halt immer aufgefüllt wurden, auch die anderen Verbrauchsgegenstände. Teleport in den deprimierenden Wald. Juti, hier werde ich dann mal den Cut machen. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt mit dem Save weiterspiele oder mit dem anderen. Also der einzige Unterschied an dem Save ist hier, bei dem anderen hatte ich halt eine Mini-Quest verkackt in dem ersten Kapitel. Dafür aber insgesamt mehr mitgenommen. Und das, was wir verpasst haben, wäre ärgerlich, aber nicht zu ärgerlich. Hier ist jetzt aus irgendeinem Grund bei dem Save, weil ich hier so durchgerusht bin, um möglichst schnell wieder an den Punkt zu kommen, dass ich die Passage, wo die Aufnahme gefailt habe, nochmal machen kann. Muss mal sehen. Werde ich dann entscheiden, wenn ihr da Vorschläge habt. Falls ihr dazu eine Meinung habt, könnt ihr jetzt auch gerne ins Kommentar schreiben, ob ich mit dem Original Save weiterspielen soll oder mit dem Save jetzt. Die Sense kann man sich nochmal besorgen. Das ist halt wäre nicht der Punkt. Die ist farmbar. Auch wenn er später. Dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.